Hallo und herzlich willkommen hier zu Schism 2, die trügerische Wahrheit oder auch Chamäleon. Es geht weiter hier. Ja, ihr lacht euch da bestimmt ein ab, wenn ich das immer so sage. Ne? Aber ja, so ist es halt nun mal. Das hat halt mehrere Namen hier, das Spiel. Als Deutsch ist es bei uns halt als trügerische Wahrheit bekannt. So, wir sind ja jetzt hier dann runtergekommen von dem Nebelfeld da oben. Ne? Hier wurden wir jetzt auch wieder abgesetzt hier mit dem Fliegeteil da, also Shuttle eigentlich, ne? Ja, das ist hier angedockt gewesen, jo. Ja. Hier sind mehr solche Punkte hier, aber ja, mehr kannst du hier halt nicht machen, ne? Ja, gut. Hier ist so ein bisschen Wartebänkle hier, ne? Bis das Taxi kommt. Ja, wir können jetzt erst wieder zurückgehen. Wir müssen ja mal wieder zu dem Portal da zurück. Das war ja ziemlich am Anfang beim Ratssaal oder so. So, gut, hier ja, ist jetzt der Nebel auf einmal weg. Okay, hat einer mal die Dampfsauna ausgeschaltet. So, wir könnten jetzt natürlich hier nach unten springen, aber das brauchen wir eigentlich nicht machen. Weiß gar nicht, ob sich dann der Weg nochmal ändern würde. Na komm, probieren wir es mal aus. Nö. Okay, das bleibt jetzt so. Ah ja. Was soll die Käse, der Käse eigentlich hier? Wenn du da dann jemand hindern willst, da hinzugehen. Dann machst du einfach hier den Dampf an und dann ändert sich das Laufen, wenn du mal runterfällt oder wie. Naja, gut. Ja gut, das ist ein Spiel. Man will ja den Spieler nicht einfach hier nur ein Laufsimulator allein bilden. Er soll ja auch ein bisschen sich knobeln können hier, ne? So, hier geht's durch. So, genau, dann haben wir hier wieder so ein Fluglift-Dingstore hier, so eine Gondel eben, ne? So, der Ratssaal war ja ziemlich am Anfang. Ich glaube, das war der zweite Stopp hier. Mal schauen, ob ich richtig liege. Weil da ist dieses Tor hier. Von wegen ausruhen. Wir tun uns jetzt nicht ausruhen. Wir haben keine Zeit. So, dann gucken wir uns dieses Portal mal an hier. Gehen hier mal durch. So, jetzt sind wir hier. Can you hear me? Of course, General. How could I know? That scan you did on me, what did it show? I'm still processing what I found. There are unusual data threats. I need to ask you something. Of course. What is it, General? The more I think about it, the more I'm certain there has to be an Ansala Oracle as well. This is an old line of inquiry. The companion Matshek said you had been asking. All our scans show nothing. But the energy source for the turning, the power behind it, comes from organic solar cells, thermal vents, wind rotors, and the extended human mind. That's what the Ansala will tell you. We wondered where you were. You always were the curious one, Jano, and cautious. Which makes us more grateful to you than ever for suggesting that we relocate our great oracle to a safer place. That only we three and Kaluan know of this secret location. Though, as usual, you'll still insist that this was the Oracle's own idea. It was. At least I think it was. So maybe an Ansala Oracle hid itself generations ago. Knowing the Ansala reaction to machines, it makes sense. It would have made sure it was out of sight. What? And mind wiped all those involved in its concealment? It's the old argument, Jano. Our Oracle would detect something. It monitors the Ansala domain all the time. Mokri, Yusuf, this could be very important. I must take another look at the Ansala. It could be the answer to everything. Too risky. We can't afford to lose you again. Wait till the Council's next session. We'll discuss it then, possibly plan a special expedition. Better I go alone and as soon as possible. Just a quick reconnoitre. If things are as bad as you say, we need all the intelligence we can get. Too great a risk, Jano. We'll discuss it at Council. Now, please go and rest. Remembrance Hour begins in a few minutes to honor our glorious dead. Everyone is meant to meditate indoors. Okay, jetzt sind wir draußen. Ja, die haben uns natürlich auch wieder gestört, ne? Die kamen wieder mal rein, wenn sie was brauchen können. Gut, dann tun wir uns mal das Transkript wieder angucken. So, New Mission. Jetzt gucke ich mal, ob es da zwei Absätze gibt. Nee. Okay. Dann können wir von oben beginnen.
Eine neue Mission. So. Hallo? Kannst du mich hören? Natürlich, Jano. Warum könnte ich nicht? Ja, dieser Scan, den du über an mir getan hast. Was hat er dir gezeigt? Oder was zeigt er dir? Ich bearbeite immer noch das, was ich gefunden habe. Ja, es gibt hier ungewöhnliche Datenstränge oder Datensätze. Ja, ich muss dich was fragen. Natürlich, was ist es, Jano? Was gibt's? Ja, je länger ich drüber nachdenke, ja, desto mehr bin ich mir sicher, dass es ein Anzahler-Orakel geben müsste. Das heißt Inquiry. Muss ich mal kurz nachschlagen. Moment bitte. Wie schreibt man das? Mit Q. N. Ja. Das übersetzen sie hier gar nicht, okay. Was soll denn der Quatsch? Ach, als Inquiry, jetzt muss ich bei I nachgucken. Ja, das ist ja mal wieder witzig. Ja, ihr wisst wahrscheinlich schon gleich wieder, ne? Ja, ich habe jetzt leider erstmal nur so ein Büchlein, wo ich nachher blättern muss. Wo ist es denn? So viele Buchstaben hier. OP Inquir. Ah, okay. Fragen, sich erkundigen, untersuchen. Ah ja. Okay. Ja gut, es ist eine alte was soll das hier? Eine alte Erkundung oder was? Naja, gut. Oder Outline of Inquiry und Ermittlung kann man auch sagen, hier Erkundigung. Naja gut, also es ist halt alt sozusagen, die Ding hier. Die Spur. Der Gefährte Maciek sagte, dass du danach gefragt hast. Ja, alle unsere Scans haben nichts ergeben, ne? Aber die Energiequelle für die Versenkung oder was? Also jetzt muss ich doch mal, sorry, aber jetzt muss ich echt mal gucken, was dieses Turning hier bedeuten soll. Jetzt muss ich echt mal nachschauen. So, ja, es ist halt das Problem, wenn ich halt das jetzt tatsächlich auf Englisch habe, das Spiel. Gibt zwar schon auf Deutsch, aber da kommt man halt nicht mehr so einfach dran. Ist es denn? Turn. Umwenden, umdrehen, umlenken, umrichten. Da gibt es so viel für das Wort hier. Umschlagen, zurückschlagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das bezieht sich halt auf den Zweck. Wendepunkt kannst du auch sagen. Ja, ich habe es ja vorher als Versenkung oder so. Also es geht um die Energie da eben, ne? Ja, die Kraft dahinter. Ja, die kommt von organischen, das sagt jetzt Mogi, die da halt reingestürzt sind jetzt hier wieder. Es kommt von organischen Solarzellen,
thermischen Ventilen, Windrädern und dem erweiterten menschlichen Geist. Genau. So. Na, das ist das, was uns eben die Anzala sagen. Ja, wir fragen uns, wo du warst. Ja, das ist immer noch das Kuriose hier, Jano. So, ja, und Vorsicht. Grateful. Ja gut, was uns mehr dazu bringt, sozusagen vorzuschlagen, dass wir unser großes Orakel an den sichereren Platz bringen sollten, ne? Ja, hier gibt's nur uns drei. Caroline und Caroline, die wissen, wo die geheime Stelle ist. Insist, den Satz, den kann ich jetzt so richtig nicht übersetzen. Irgendwie geht es wieder darum. Ne. Das Orakels eigene Idee. Also du, dass es enthüllst, glaub, insist ist irgendwie enthüllen oder sowas. Oder darauf beharrst. Oder wenn du sozusagen darauf beharrst, dass es das Orakels eigene Idee ist, so in der Art kann man es glaube ich übersetzen. Ja, es ist schon nicht einfach tatsächlich manche Sätze für mich. Ja, es war's. Das war's. Zumindest zuletzt dachte ich, es war so. Ja, also hat sich das Anzala-Orakel hier über Generationen versteckt. Naja, wir kennen ja die Anzala, wie die auf die Maschinen reagieren. Das macht Sinn. Ja, es hat sichergestellt, dass es eben außer Sichtweite war. Was? Und sozusagen alles darüber ja, gelöscht hat, da wer was da drin irgendwie verwickelt war, sozusagen, hat er jetzt hier gemeint, ne? Also, dass es alles dann gelöscht hat, die eben hier dabei waren, in diesem, ja, in dieser Kollaboration sozusagen, ne? Mit dem Unternehmen. Ja, wieder, das ist ein altes Argument wieder hier, ja, nu. Ja, unser Orakel entdeckt irgendwas, ja, also detektiert, entdeckt irgendwie was, ne? Ja, ja, es hat
Also, nee, dann ist es so, sonst da hätte unser Orakel irgendwas detektiert, also entdeckt, ne? Also das geht halt darum, wenn es halt so ist. Ja, weil es hat ja die ganze Zeit die Anzala, das Anzala-Gebiet überwacht, ja. So ist es richtig, genau. So, Mogri Yusef. Ja, das könnte sehr wichtig sein. Ja, ich muss. Ja, ich muss die Anzala anders betrachten. Oder mal von einem anderen Blickwinkel aus betrachten. Das könnte alles beantworten. So, dann sagt der Mogri. Ja, das ist zu riskant. Wir können uns es nicht leisten, dich wieder zu verlieren. Warte, bis. Warte bis nach der nächsten Ratssitzung hier. Da werden wir es besprechen. Und möglicherweise einen Plan für eine Spezialoperation oder Erkundung uns eben ausdenken. Ne? Ja, es ist aber besser, wenn ich alleine gehe und zwar so schnell wie möglich. Ja, ganz einfach schnell mal so eine Erkundung, ne? Und fertig. Wenn die Dinge tatsächlich so schlecht stehen, wie ihr sagt, oder wie du sagst, ja, benötigen wir halt alles Wissen, das wir bekommen können. Na, das ist ein zu großes Risiko, Jano. Wir werden es im Rat diskutieren. Oder in der Versammlung. Ja, und bitte jetzt, geh jetzt und ruh dich aus. Remembrance Hour. Was soll Remembrance heißen? Wiedererinnerungsstunde? Ach so, die Gedenkstunde. Jetzt habe ich's. Die Gedenkstunde beginnt in ein paar Minuten, um unsere glorreichen Toten zu ehren. Ja, jeder ist angehalten, hier ja, allein zu meditieren oder drin zu meditieren. Ja. Also den halt zu gedenken dann hier in dem Sinn, genau. Gut, das war das wieder. Ah ja, ist das wieder schwierig gewesen hier. Ja, ich muss mich da halt nur 20 Mal entschuldigen, wieder, dass das bei mir so stockehaft hier ist, ne, mit der Übersetzerei hier. So, können wir jetzt nicht nochmal hier rein? Na, jetzt ist es wieder zu hier. Okay. Ja. Hier kommen wir auch nicht weiter, oder? Wie war das? Doch, hier kommen wir wieder in den Wald rein. Weil woanders hin wird man jetzt ja auch nicht mehr gekonnt. So, hier ist ja noch so ein Kraftfeld, wo man nicht durchkommt. Oder? This portal is closed. Use without authorization is not permitted. I'm Jano, on a special mission for the Council. No mission has been authorized. That's right. It's top secret. It requires an emergency override. This portal is closed. Use without authorization is not permitted. Nee, das Tor lässt uns nicht durch. Also ich kann jetzt natürlich nochmal hier. Ja, dieser Durchgang ist geschlossen. Ohne Autorisation ist es nicht gestattet. Ja, ich bin Jano. Ich bin auf einer Spezialmission für die Versammlung. Ja, nee. Es wurde keine Mission autorisiert. Also. Ja, das ist richtig. Es ist auch eine geheime. Ja, es benötigt eine Notfallüberbrückung.
Ja, nee, das Portal ist geschlossen. Ohne Autorisation ist es nicht gestattet. Ja, so. Schluss. Aus. Geht nicht weiter, ja. Gut, also, wir haben ja gesagt... Wir haben ja gesagt, wir müssen eigentlich zu dem anderen Ding jetzt hin, oder warte mal, da ist ja wieder so ein Gefährte. Can you hear me? Nein, kann ich nicht hören. Of course, General. I'll Terry. Terry, I need to see the Ansala domain. It's important. Understood. Please, try the portal again. Es ist einfach so merkwürdig, diese Begleiter hier. Die sind eigentlich neutral, also es scheint nicht so, dass die irgendwie auf irgendeiner gewissen Seite stehen, so wie ich das jetzt sehe, ne? So, also er hat jetzt irgendwas gemacht, dass das Portal uns jetzt wahrscheinlich durchlässt. I'm Trigger, back from a mission. Let me pass. This portal is closed. Use without authorization is... Wait. Wait. The Oracle is issuing instructions. Okay, wie war das jetzt? Braucht das immer als Text. So, Ansala, Access. Aha. Ja, so, jetzt haben wir uns als Trigger sozusagen identifiziert. Ich bin Trigger, zurück von einer Mission. Lass mich durch. Ja. Ausgang gestattet. Oder Durchgang. Ja, dieses Portal ist geschlossen. Ohne eben Erlaubnis. Geht's nicht. Warte. Das Orakel übermittelt Instruktionen. New Ali haben wir jetzt hier. Genau, da war nämlich die Diskussion mit dem Begleiter. Ja, eben wieder Hallo, kannst du mich hören? Natürlich, Jano, ich bin Tarei. Tarei, ich muss mir das Ansala-Gebiet anschauen, es ist wichtig. Ja, ich verstehe. Bitte versuch das Portal nochmal. So, okay. Ja, jetzt dürfen wir hier natürlich durch. Wir dürfen hier lang, jawohl. So, hier ist ein Ladeschirm. So, jetzt Sattle. Ach so, das Tor... Das ist danach mal hier runtergegangen, ist es zugegangen. Jetzt verstehe ich das. Lass mich noch mal so überprüfen. Ich gehe jetzt nochmal hier durch. Weil ich dachte, wir müssen dann nämlich hier lang, ne? Da gucken wir einfach jetzt auch nochmal vorbei. Ah, hier ist nochmal irgendein Rätsel zu lösen, aber das können wir noch nicht machen anscheinend momentan. Das ist wohl noch nicht wichtig. Das ist nämlich auch wieder so ein Drehrätsel, wo man wieder was durchleiten muss. Gut, dann gehen wir erstmal hier lang. Ich wollte es nur nochmal abklären, weil ich bin mir eigentlich immer, also mir ist immer lieb, wenn ich dann erstmal alles sicher weiß, dass ich nichts übersehen habe. Dass ich nicht erst dann wieder überlegen muss später, ja, jetzt komme ich hier nicht weiter, jetzt muss ich wieder ganz weit zurücklatsche. Nur weil ich irgendwo was vergessen habe zu machen, ne? So, jetzt gehen wir hier über die technische Brücke hier, ne? Und dann probieren wir es mal bei den Ansala. Na, hier hängen Früchte am Baum. So, da ist ja die Brücke, die wir erst hergestellt hatten. Na, man denkt ja, hier hinten könnte es ja eigentlich weitergehen. Also waren wir die ganze Zeit über das Portal da, oder über dieses Kraftfeld. Versiegelt hier, so wie hier ja auch wieder eins ist. Das tut uns ja nicht hindern, ne? Wobei, wir haben ja beide hier irgendwie den Durchgang versiegelt. Das ist ja eigentlich der Witz so ein bisschen bei der Sache. Ja, hier ist nämlich jetzt auch ein Kraftfeld. Also hier ist praktisch ein biologisches Kraftfeld und da ein technologisches Kraftfeld. Also beide wollen das Gleiche und ja, haben aber beide selber einen Durchgang. Also das ist eigentlich totaler Quark. Wenn die einen da beim anderen Ding eben nicht durchkommen, aber das eigentlich derselbe Weg zum selben Ziel ist, wenn man so will, ne? Macht halt keinen Sinn. So, das Kraftfeld hier ist offen. Da können wir jetzt nämlich durch. So, jetzt hier wieder über die Pflanzen. Ich guck mal hier rum.
Ah, hier kann ich was usen. Ach so, die Brücke stimmt nämlich nicht genau. Okay. Weil da komme ich mir nicht drüber. Ich habe mir jetzt nämlich gerade gedacht, wie ich das gesehen habe. Ah, das ist ja kompliziert. Ja gut, bei den anderen mussten wir auch erst mal lösen. Mal schauen, wie komplex das jetzt ist. Da gibt es jede Menge Drücker hier. Das heißt aber, ich speichere erstmal vorher ab. So, die neutrale Zone. Sind wir jetzt bei Star Trek? Oder ist das hier der Reset-Knopf hier oben? Ich weiß es nicht. Hier sind nämlich mehrere Knöpfe. Was machen denn die? Ah, okay, da... Das kann nicht so einfach sein. Aha. Moment, hä? Jetzt geht das nicht mehr. Okay. Ja, ich glaube nämlich aber nicht, dass ich alle Knöpfe drücken muss. Ja, das ist ja schön. Das macht immer nur die. Okay, das Reset. Drück mal den Knopf. Dann ist es ausgefallen. Dann drücke ich mal den. Ah ne, dann ist es wieder eingefallen. Das ist falsch. So, das wäre gut. Also da links außen und da rechts außen. Jetzt müssten wir es vielleicht aufschreiben. Gut, das ist falsch. Ich schreibe mir das mal auf. Also, erster Knopf. Eins. Dann... Vielleicht soll ich ihn rein, dann ist es einfacher, dann müssen wir nicht so viel zählen. So, und hier in der Reihe der vierte Knopf. Dann in der nächsten Reihe der erste Knopf und der dritte Knopf. So, der wird es wahrscheinlich nicht sein. Ja. Eins, drei, zwei und da. Dann den hier. Nö, der ist es nicht. Ich glaube, da kann ich gleich resetten eigentlich. So, das ist jetzt dritte Reihe, der zweite Knopf. So, der wird es nicht sein. Ja, richtig geraten. Kann den halt immer nur einmal betätigen. So, also 1, 4, 1, 3, 2. Ja, aber jetzt ist es langsam kompliziert, sich das zu merken. Okay, der ist es auch nicht. 1, 4, 1, 3, 2. Dann hier nichts mehr. 1. Vierte Reihe 1. Der wird es nicht sein, ne? Nee, war ja klar. So, der hier, der hier, der hier. 3. Nächste Reihe 2. Letzte Reihe 1. Dritter Knopf. Ja, das war's, okay. So. Ja, es ist immer wichtig, bei solchen Spielen einen Zettel beizuhaben, um sich so ein bisschen da eine Stütze zu machen. Schöne Blume übrigens. So, perfekt. Hoppala. So, jetzt können wir hier über diese Blütenblätter, die mir nicht so sehr vertrauenserweckend sind, hier rüber, ne? So. Gut, wo geht's lang? Ah, hier ist der Durchgang, das sieht man fast nicht. Jo. Ja, warum leuchtet es so arg hier? Jetzt haben wir da Möglichkeiten. Hier nach da oder nach da. Gut, aber ich würde sagen, an der Stelle, wir sind hier schon bei einer halben Stunde wieder, würde ich jetzt ganz gerne die Folge wieder beenden. Ich weiß, es passiert manchmal nicht so viel, weil ich auch oft am Rätsel langhänge oder dann an der Übersetzung. Ne? Ja.
Aber ja gut, es ist halt einfach mal so, ne? Wenn ich jetzt nämlich hier wieder was anfange und dann dauert es jetzt hier wieder eine Viertelstunde, dann wird die Folge extrem lang und das will ich euch eigentlich nicht zumuten. Ich sag deswegen wieder vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Mitraten, fürs Dabeisein, fürs einfach nur Zuschauen, fürs Kommentieren, für alles Mögliche sozusagen. Und ich wünsche mir auch wieder, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet hier bei Schism. Tschüss, sagt euer Lego. Bye, bye.